Moin Moin, zum zweiten Teil des Tutorials der Logiksteuerung. Ich hatte ja im ersten Teil leider irgendwie den arithmetischen Kombinator vergessen. Den tun wir jetzt ganz kurz in einem kurzen Video nachreichen. Easy, ja. Also wie der Name schon sagt, der arithmetische Kombinator, der macht nichts anderes als addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Das kann der, und zwar von einer bestimmten Menge, die er gesagt bekommt. Und wie hier in den anderen Teilen auch, hier ist eine smarte Box, da drin liegen aktuell 37 Kohle. Der smarte Arm ist verbunden, wie ihr seht, hier vom Smart Chest, von der Box in den Kombinator raus. Oh, haben wir gleich hier, haben wir es sehen, seht ihr, haben wir hier ein mittelschweres geh weg. So, der muss nämlich geschmeidig dorthin. Der muss an den Ausgang. Also Eingang, Ausgang. Er gibt die Info weiter. Hier drin liegt 37 Kohle. Er kriegt aber gesagt, geh mal hin und lad mal die Kohle raus, wenn Kohle größer 55 ist. So, was macht er jetzt hier? Er zählt, und das kann ich aussuchen, plus minus mal geteilt, vom Eingang Kohle 10 dazu. Das heißt, für den smarten Arm sind in dieser Box 35 plus 12, 37 plus 10, 47. Für ihn sind da drin 47. Er darf aber erst losrennen, wenn 55 drin sind. Weil er zählt 10 dazu. Und wie gesagt, multiplizieren, dividieren, addieren, subtrahieren. Kann man mit ihm machen. Jetzt legen wir da einfach mal da rein. Und dass wir so über die 55 kommen und zack, seht ihr, rennt er los. Ja, nehmen wir mal was raus. Zack. Komm her. Und er hört auf. Weil 33, 43, 45... und 10, 55, aber wir haben ja gesagt, größer 55, bleibt da stehen. Nichts anderes macht dieser arithmetische Kombinator. So viel dazu. Bedanke mich fürs Zusehen. Ciao, ciao.